Ja, guten Tag. In meinem Policybrief geht es um die EU-Forschungspolitik und ganz besonders um den Zusammenhang mit der jetzigen EU-Budgetdiskussion, weil es ja ab 2021 ein neues Forschungsrahmenprogramm geben soll, Horizon Europe. Und dieses Rahmenprogramm war von der Kommission vorgesehen mit 100 Milliarden Euro, ist aber derzeit gerade sehr in Diskussion und unter Kritik. Und ist eigentlich in Gefahr, von den Staats- und Regierungschefs ziemlich zusammengekürzt zu werden. Aus dem Grund, weil es nämlich einige Länder gibt, die die Gelder lieber in die Landwirtschaft und die Regionalförderung investieren würden. Und andere Länder wie Österreich, die zwar der Forschung gegenüber aufgeschlossen sind, aber keine Beitragserhöhungen in Kauf nehmen wollen. Und das natürlich schwierig ist, gerade wenn man den Brexit andenkt, der ja irgendwie wettgemacht werden muss. Das heißt, es besteht hier die Gefahr, dass das neue Forschungsrahmenprogramm sehr viel geringer ausfallen würde, was auch für die österreichische Forschungslandschaft sehr schwierig und eigentlich fast tragisch wäre, nachdem Österreich von dem jetzigen Programm Horizon 2020 sehr profitiert hat.